Franz Meerstock. Günther Willers und ihre Maschine. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Gehe ich mal da drauf. Bis nix. Zwei Pärchen. Jetzt zeig dir mal, wie das richtig geht, ja? Noch zwei Pärchen. Dann mache ich ein schönes Vollhaus draus. Wie viel brauche ich denn noch? Du brauchst noch Millionen. Ah, Vollhaus mit Einwurf. Nicht fertig. Dieser Villas macht mich fertig. Zwei Pärchen. Nett. Muss das jetzt sein? Ja, muss es. Wenn ich euch daran erinnern darf, hieß jetzt eine Spedition, kein arabisches Kaffeehaus. Ach so? Du müsstest erst mal richtigen Kaffee kochen können. Ciao, Bettina. Ciao. Könnt ihr nicht mal woanders rumlungern? Cinzia, in aller Bescheidenheit, das ist unser Laden. Und wir lungern hier nicht rum, sondern wir beobachten den Gang unserer Geschäfte. Den Handel und den Wandel. Den Wandel und den Handel. So, Jungs, jetzt habt ihr alles gesehen, was hier zurzeit an laufenden Geschäften geboten ist. Jetzt reicht's für heute. Was haltet ihr davon, wenn ihr in den Biergarten geht? Aber gerne. Wenn ihr das doch haben wollt, gehen wir in den Biergarten. Wenn Uli kommt, könnte er ja sagen, wo wir sind. Ja, wenn. Wieso wenn? Ihr müsst doch heute Nachmittag kommen. Sie müsste viel, was sie nicht tut, die Uli. Ah. Ist euch das auch schon aufgefallen, ja? Dass die Uli in letzter Zeit so ein bisschen komisch ist. Mhm. Reden kann man nicht mehr mit ihr. Wenn man einen Witz macht, guckt sie wie drei Tage Regenwetter. Und unpünktlich ist sie auch noch. Und wenn man sie fragt, dann wird sie pampig. Also schickt sie uns nach. Ich wollte sowieso mal mit ihr reden. Da gibt's gar nichts zu reden. Wenn dir das klappt oder das klappt nicht, warte zuerst mal ab. Wir hatten hier auch noch was vor. Ohne euch. Hast du auch den Eindruck, dass die uns loswerden wollen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Uns doch nicht. Doch, doch. Ich glaube, die erwarten Herrenbesuch. Richtig. In genau 15 Minuten werden zwei würdige Herren hier auftauchen und uns einen sehr interessanten Antrag machen. Die fangen wir ab und dann verprügeln wir die. Dann kommt ihr aber auch nie nach Odessa. Wohin? Nur ein klitzekleiner Auftrag. Die Leute in Odessa wollen ihren Hafen modernisieren. Und da brauchen sie halt ein paar Teile aus Deutschland. So ungefähr 1 Million Tonnen Stahl. Im Ernst? So ein Ding habt ihr an Land gezogen? Mädels, ihr seid ja gut. Ihr seid ja besser als euer Ruf. Russland, da wollten wir doch immer schon mal hin. Wann soll es losgehen? Nächste Woche nonstop zu dritt mit Uli. Das geht nicht. Haben wir nur zwei Trucks? Wir leasen einen. Ach, wir leasen einen. Ja. Na los, die wollen uns loswerden, damit sie ihre Jungs besser bezirzen können. Und deshalb habt ihr euch so aufgedonnert. Für uns tut ihr das nämlich nie. Ihr guckt ja sowieso nicht hin. Wir gucken schon. Wir gucken bloß nicht so plump und macho-mäßig, wie ihr das in eurer Generation gewohnt seid. Könnt ihr vielleicht noch mal aufstehen, so ein bisschen auf und ab und zeigen? Hm? Ein bisschen was zeigen. Tam, 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 hopp, tam, 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 raus. Was meinst du, was mit Uli los ist? Ja. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Schlechten Tag? Das ist eine ausgewachsene Krise. Habt ihr euch? Da läuft was schief. Frag nicht so dumm. Sei nicht so aufdringlich. Also komm. Uli ist ein prima Kumpel, nur jetzt. Die hat uns in letzter Zeit ganz schön oft hängen lassen. Ist nicht bei der Sache. Tja, geht schon ein bisschen lange so. Hoffentlich fängt sie sich bald wieder. Bei unserer angespannten Auftragslage können wir Ausfälle nicht brauchen. Nee, da brauchen wir Einfälle. Wir haben es geschafft! Die Kreuzung!
Versicherung aufs Auge gedrückt. Mein Lord! Na klar, und wir leisten uns eine Gehaltserhöhung. Und zwar eine saftige. Rückwirkend für 3 Jahre. Ja, genau. Uli, da bist du ja. Rate, was passiert ist. Du fährst nach Odessa, jede Woche 2-mal. Mit dem neuen Truck? Ja, ja. Freust du dich nicht? Doch, doch, ist toll. Wir müssen uns nachher unbedingt mal unterhalten. Wegen den letzten Wochen, meinst du? Da war es ganz schön daneben. Aber ist okay, jeder hat mal einen Durchhänger. Ja, schon. Ist halt was Spezielles. Vergiss es, das wir schon wieder. Hallo, Mädels. Hallo, Uli, gute Fahrt gehabt. Wollt ihr nicht wissen, wie es ausgegangen ist? Was denn? Ach ja, da war doch noch was. Da war doch so ein Klaviertransport nach Rosenheim. Ach, immer dieser Kleinkram, nie ein richtiger Auftrag. Wozu halten wir uns eigentlich 2 solche Mitarbeiterinnen? Ja, sind ja ganz nett, aber gleich 2. Das kostet. Noch ein Wort und ihr könntet euch Odessa in die Haare schmieren. Ach ja, Odessa. Wie ist das eigentlich ausgegangen? Hat das geklappt? Ja. Ja? Ja, ja, ja! Moment. Da. Oh. Da. Und Uli? Wo ist Uli? Uli! Uli. Was? Die war doch gerade hier. Die geht mir langsam auf den Keks. Servus, Josef! Trink mal noch was von deinem Dünnbier aus, aber pass auf, dass du die Seppelhose nicht bekleckerst. Ich gebe dir gleich Dünnbier. Du kriegst sowieso nichts von mir wegen der Promille. Deswegen, warum habt ihr eigentlich die Uli rausgeschmissen? Uli rausgeschmissen? Spinnst du? Bei uns wird keiner rausgeschmissen. Willst du deiner Großmutter erzählen, dass die freiwillig in das Bumpergeschäft wechseln? Was ist denn ein Bumpergeschäft? So eine kleine Klitsche. Ach so. Seid ihr zwar schon armselige Krauterer, aber da, wo die jetzt fahrt, du lieber Schwan. Sag mal, hast du sie noch alle? Wovon redest du eigentlich? Uli fährt bei uns. Ja, dann hat sie eine Zwillingsschwester oder eine Doppelgängerin. Weil ich hab die letzte Woche mit einem Lastwagen fahren sehen. Der war bestimmt nicht von euch. Der war direkt aus dem Museum. Geht doch jetzt nicht fremd, oder? Kann mir nicht vorstellen. Ach Mensch, Uli ist schon wieder zu spät. Seit einer halben Stunde sollte die unterwegs sein. So mache ich denn Pläne. Morgen. Morgen, morgen. Mensch, Uli, wie siehst du denn aus? Knall dir wenigstens Schminke drauf, wenn du die Nacht durchsummst. Und wieder deine Papiere. Für deine Fracht. Wo warst du denn gestern? Was ist denn mit dir los? Nix. Ich mache erst mal einen Kaffee. Ich kündige. Marcel Bartscher. Spinnst du? Mach mir bitte meine Papiere fertig. Zeugnis brauche ich keins. Mensch, Uli, was soll das denn? Kann ich jetzt nicht erklären. Ist privat. Das hier ist auch privat. Das ist doch unsere Spedition. Du kannst nicht einfach so... Wir brauchen dich jetzt. Das sind meine Papiere. Ich kündige. Servus. Ich verstehe es nicht. Warum steht denn der Truck noch draußen? Uli sollte doch schon lange weg sein. Und wie die weg ist. Berger geht's gar nicht mehr. Wohin? Uli hat gekündigt. Fristlos. Was? Verdammt, warum? Ja, brauchen wir einen neuen Fahrer. Ich kann doch nicht einfach so, also... Weg ist weg. Soll sie bei der anderen Spedition glücklich werden? Du hast ein Gemüt. Wie ein Fleischerhund. Jetzt muss einer von euch ihre Tour übernehmen. Keine Lust. Es sei denn, wir knobeln. Jetzt warte mal, das ist doch völlig... Wissen wir gar nichts von Uli. Wir wissen nicht, wie sie lebt, was sie für Sorgen hat und warum sie sowas macht. Aber ich weiß, was wir für Sorgen haben. Die Fuhre muss weg. Also, knobeln wir jetzt oder nicht? Nee, ich muss erst was rausfinden. Das kann sie so nicht machen. Ja, sie hat's aber so gemacht. Okay, dann fahre ich hin. Moment. Ich bin immer der Dumme. Franz, hier. Gib her. Hast du mal die Adresse von Uli? Hallo? Hallo, ist da jemand? Guten Tag, hallo. Hey, Sie, was wollten Sie da herin? Ich habe geklingelt, hat niemand so aufgemacht. Na, die Tür war angelehnt, da bin ich einfach so reingekommen. Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Günther Willers, ich bin Kollege von der Uli und ich wollte Sie gerne. Von der Uli? Ja, die wohnt leider nicht mehr da. Die ist aus, ach so, die ist ausge... Ja. Nein, das war ein netter Mieter. Also wissen Sie, so einen Mieter kriegen Sie nicht wieder. Ja, es ist der Drohentest, das hat's vergessen. Wollen Sie es mitnehmen?
Ja, gerne, ich bringe das. Hast du deine Adresse da gelassen? Ja, nein, ich soll ja die Post nachschicken nach Ingolstadt. Ich zahle ich jetzt mit, dann gebe ich dir eine Adresse. Kannst du mal her, dann suche ich sie nicht aus. Da haben wir das schon. Bitte. Ah, oh, Spedition Müller, schön. Hm, alles klar. Haben Sie vielen Dank und entschuldigen Sie die Störung. Ja, ja, ist schon gut. Wiedersehen. Gute Fahrt. Ach, und einen schönen Gruß an die Uli, gell? Hallo, Uli. Was machst du denn hier? Ein Spielzeug bringen zum Beispiel. Wie spät ist denn? Eins, wieso? Tut mir leid. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ja, hast ja auch einen Mechanikerjob angenommen. Nett, dass das hier. Halt mal. Aber reden können wir doch miteinander. Also gut. Ich habe gekündigt, ich habe euch verraten und verkauft. Das reicht doch wohl, oder? Und bist zur Konkurrenz gegangen. Ich frage mich nur, wenn ich das hier so sehe, was haben die, was wir nicht haben? Was geht dich das an? Das geht nicht was an, weil ich dich mag, weil ich dich gemocht habe. Und weil du nicht einfach so abhauen kannst. Na, eure Spedition ist auch nicht so spitze. Das weiß ich. Aber es ist unsere. Und deine war es auch irgendwie. Uli, was willst du hier? Ist das... Hängst du hier mit drin im Geschäft? So zu sagen. Hat sich selbstständig gemacht, ne? Ha, selbstständig, dass ich nicht lache. Uli, komm, lass uns doch mal miteinander reden. Verdammt nochmal, was soll der Quatsch? Hallo? Ja, Spedition Müller, schön. Nein, ist nicht da. Wer ist denn da? Krankenhaus Waldfrieden? Intensiv? Ach so. Ja, sie wird wohl auf dem Weg zu Ihnen sein. Ah, bitte. Ja. Was haben Sie da? Frachtbrief? Ja. Können Sie mir da lassen, ich gebe es Ihnen. Gut. Bitte schön. Wiedersehen. Du denn schon wieder? Komm, wir können doch drüber reden. Ich weiß doch inzwischen. Günther, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Hallo, ihr beiden. Schon wieder da? Und gleich wieder weg. Wir haben nichts für dich. Und deshalb fängt er schon 2 Wochen an. Aber den neuen Fahrer für Uli kannst du dir morgen gleich angucken. Hat sich nur einer gemeldet. Das muss der Franz machen. Ich fahre in die Türkei nach Erzurum. In einer Woche bin ich wieder zurück. Wie bitte? Ja, für Uli. Und wo ist sie? Sie ist im Krankenhaus Waldfrieden in Ingolstadt. Türkei, wir hatten noch Lass doch nicht aus der Nase ziehen, was ist denn los? Ihr Vater ist im Krankenhaus. Er hat seinen zweiten Schlaganfall hinter sich. Hat eine kleine Spedition, da war er selber sein einziger Fahrer. Warum hat Uli uns nichts davon erzählt? Warum? Ist ihr Vater? Ich weiß nicht. Aber jetzt hat sie deine Fahrer genommen. Nee. Sie weiß nichts davon. Und wenn sie anruft, sagt ihr, geht alles klar. Sie soll sich keine Sorgen machen. Ich habe ihren Auftrag übernommen, okay? Du fährst mit unserem Truck. Na ja, mit ihrer Klapperkiste bin ich Weihnachten noch unterwegs. Tschüsschen, bis nächste Woche denn. Tja. Da fährt er hin und rettet Uli seinem Vater vor dem Ruin. Bisschen komisch ist die Geschichte schon. Dass sie so gar nichts gesagt hat davon. Verstehe ich auch nicht. Ist doch keine Schande, wenn der Vater krank ist. Wenn ich mich beeile, bin ich bald in Ingolstadt. Kommst du hier alleine zurecht? Na klar. Mach Tempo. Tschüss. Grüß Uli.
Du, Franz? Oh, Entschuldigung. Woher weißt du denn das? Wie geht's ihm denn? Das fragst du? Das siehst du doch. Ich sehe überhaupt nichts. Tut mir leid, also ich bin völlig durcheinander. Was ist denn los? Nichts. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Du hast ja noch gar nichts erzählt. Versuch's doch mal vielleicht. Erleichtert dich das ein bisschen? Nee, ich kann einfach nicht. Mir kannst du alles sagen. Ich bin so verkalkt, ich vergesse sowieso alles wieder. Hat er was angestellt? Wieso angestellt? Nichts. Weißt du, Uli, Günther und ich meinen, du solltest uns sagen, was los ist. Warum du uns in letzter Zeit so oft im Stich lässt. Günther und ich meinen, wenn dein alter Herr aus dem Krankenhaus wieder raus ist, dann sollte es zwischen uns wieder so werden, wie es früher mal war. Hoffentlich. Also dann, alles Gute für deinen alten Schmuggler. Woher weißt du das? Dass dein Vater schmuggelt, das weiß doch jeder in der Branche. Und warum hast du mir nie was davon erzählt? Weil du gar nichts damit zu tun hast. Du bist du und er ist er. Weißt du, der Mann, der hat überhaupt nicht die Nerven für krumme Touren. Andere machen das einfach so, aber der packt das gar nicht. Der verdient auch kein Geld damit. Uli, hängst du da irgendwie mit drin? Naja, eine einzige Fuhre muss ich für ihn noch übernehmen. Aber dann ist alles vorbei. Hallo. Hallo, Cinzia. Wie geht's ihm denn? Ach, der wird schon wieder wach. Und wenn ein Alter herauskommt, dann kommt ihr beide zu uns. So viel Arbeit findet sich schon. Günther lässt dir ausrichten. Du sollst dir keine Sorge machen. Mit deiner Fuhre ist alles okay. Mit meiner Fuhre? Wieso? Ja, er hat sie übernommen. Mit unserem Truck. Ist schon unterwegs. Nein. Doch. Kleiner Service von alten Freunden. Dieser Wahnsinnige, dieser Idiot. Ist das die letzte Fuhre, von der du eben gesprochen hast? Ja, ich muss ihn aufhalten. Moment, nicht so hastig. Was ist denn das für ein Zeug? Du, genau weiß ich das auch nicht. Schmuggelgut. Mensch, wenn die den da erwischen, der geht in den Knast. Der kennt doch die Tricks nicht, die Schleichwege und aber das alles. Aber du kennst die Schleichwege. Ja, ich muss da runter. Moment, ich mach das. Du bleibst hier und kümmerst dich um deinen Vater. Aber... Ist schon gut. Jetzt sag mal endlich, was hier los ist. Das sagt dir alles, Uli. Du buchst mir jetzt einen Flug nach Ankara. Versuch, Villas zu erreichen. Ruf jede türkische Tankstelle an. Wenn du ihn hast, sag ihm, er soll stehen bleiben, wo er gerade steht und auf mich warten, okay? Das ist das Letzte hier. Ich muss nämlich bald los, sonst hat's keinen Zweck mehr. Mal sehen, was hat denn hier so reingeschrieben? Lass dich nicht lachen.
kennengelernt. Ciao. Bisschen neugierig, wie? Rümerkarte, bitte schön. Danke. Nein, jetzt nicht. 1000 Lira, hallo. Keine Zeit. 1000 Lira. Hallo. Bitte schön. Hallo. Halt! Er ist schon unterwegs. Schnell! Ist das hier deine Adresse? Hier? Ist das hier? Hallo, ich weiß meinen Namen. Hat hier ein großer deutscher Lastwagen gestanden mit so einem blonden Fahrer? Ah ja, es gibt aber schon weg, schon weg. Wann? Ungefähr 3 Stunden. Aha. Und wohin? Richtung Ankara. Richtung Ankara. Kann ich hier in der Nähe ein Auto mieten? Ah ja, links bei der Mosche. Danke. Bitte, bitte. Heide! Autovermietung, da an die Ecke. Na los! Danke, Lasch. Wo ist der Schlüssel vom Auto? Danke, Peter. Ist der Führerschein hier? Hier ist der Führerschein, komm rein. Danke. Nur mein Führerschein wieder. Alles Gute. Mach dir keine Sorgen, bei mir ist noch nie ein Auto kaputt gegangen. Du brauchst nicht so traurig zu gucken. Wie lange fahren wir denn schon? Halbe Stunde vielleicht. Ah. Jetzt müssten wir ihn doch bald eingeholt haben. Siehst du ihn? Nee. Dost dostun yenicesine sarıldım, ey dost sarıldım, senin sadık yarın dost dostum. Ben o da çalıştım, boşa yoruldum, boşa yoruldum, benim sadık yarın. Aber schneller ist doch kein Mensch auf der Straße. Her kim olursa bu
Nimm mal ein Stück Melone. Hast du hier so einen großen Truck gesehen? Alemann? Mit einem blonden Fahrer, so groß wie ich, aber nur halb so breit? Na gut. Da kommt er ja. Tatsächlich. Du bleibst sitzen, ich mach das jetzt. Hallo. Ah, wen haben wir denn da? Der rasende Tourist, hä? Darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Danke, ich trinke einen Tee da drüben. Komm, komm, ich trink dir was. Ja? Wie gefällt er dir? Das ist mein Truck. Das ist deiner? Ganz neu, Automatik. Du bist ein Kollege? Mhm. Hast ein bisschen viel Zeit zum Fotografieren, ne? Lange Fahrt, was? Das hier, ja? Es geht. Geht's dann weiter Richtung Istanbul? Ja, sehr gut. Es trifft sich. Ist auch meine Route. Kann ich mir deinen Windschatten hängen? Ist besser, wenn man hier zu zweit fährt, ist sicherer. Ich komm schon allein zurecht. Aber wenn du unbedingt Dreck schnuppen willst, dann kannst hinter mir herfahren. Nur, den Hals verrenke ich mir nicht nach dir, damit das klar ist. Ist auch nicht notwendig. Ich bin Harald. Ja, aber. Ja. Willers, Günther. Hallo. Chai. Chai. Wenn ich den Tee ausgetrunken habe, geht's weiter. Ich hab's eilig. Hab schon ein paar Stunden verloren durch dieses langsame Aufladen. Du warst ja dabei. Damit hast du wohl nicht gerechnet, hm? Womit? Naja, die Dings hier, die Penner hier, die sind hier alle so, Volkscharakter. Danke. Solche Sprüche kannst du dir sparen, die mag ich nicht. Kennst du die Strecke über die Berge? Die Berge? Solche in Bergen. Oben sind die Berge, unten die Polizisten. Ist doch einfach, oder? Na und? Ist doch mir wurscht. Tatsächlich? Tatsächlich? Was soll denn das? Die kontrollieren hier nicht nur die Geschwindigkeit, manchmal wollen die auch die Ladung sehen. Ja? Können Sie gerne sehen. Meine Papiere sind in Ordnung. Was hast du denn drauf? Was geht denn dich das an? Ist alles ordentlich deklariert. Und einen Rußfilter habe ich auch. Wenn mich jemand filzt, dann kriege ich einen Orden, so ordentlich ist alles. Hast du kapiert? Willst du wirklich die Hauptstraße fahren? Ich weiß eine Umgehung. Dann fahr du deine Umgehung, wenn du es nötig hast. Ich fahr geradeaus. Hallo Günther, hallo, hörst du mich? Bin ich auf der richtigen Frequenz? Wie soll ich wissen, ob du auf der richtigen Frequenz bist? Das musst du schon selber wissen, over. Sei doch nicht so unhöflich. Guck du erst mal im Funkerhandbuch nach, wie man sich richtig meldet. Over. Also das ist doch wirklich wurscht. Mir ist es überhaupt nicht wurscht, wenn ich einen Anfänger hinter mir habe, der mir irgendwann noch aufdonnert. Wie bist du eigentlich an deinen Truck gekommen? Geerbt? Naja, so ähnlich. Aber hör mal, wegen der Polizei. Willst du nicht lieber doch durch die Berge fahren? Du gehst mir langsam auf den Keks mit deinen Bergen und deiner Polizei. Wenn du dich in Bergen verstecken musst, dann los, ab! Also hör mal, Günther, ich kann dich wirklich leiten. Ich kenne die Strecke. Kaum länger und weniger Verkehr. Ich kenne die Route wie meine Hosentaschen. Dann spiel Billard in deinen Hosentaschen. Kraxel rum, wo du willst. Aber hör auf, mich zu nerven. Over and out. Spinner, Blöder. Hallo. Cinzia, hier ist Franz. Habt ihr ihn aufgetrieben? Nein, ich auch nicht. Vielleicht sitzt der arme Hund schon irgendwo im Knast. Nicht zur Botschaft, das können wir immer noch machen. Gut, ich guck mich weiter um und melde mich dann wieder. Tschüss! Ah, schönen Dank. Reicht schon, Meister. Dankeschön. Sehr schön.
Hier für dich. Alles Gute. Straßensperre. Warum hast du nicht auf mich gehört? Halt endlich die Klappe, das sehe ich auch. Und wenn du dich bei der Polizei einmischst, dann kannst du deine Zähne einsammeln, ist das klar? Ich lass dich nicht im Stich, Günther. Herrgott. Guten Tag. Oh, Tag, Tag. Bin ich zu schnell gefahren? Nein, nur eine Routine. Ich muss auch Ihre Ladung überprüfen. Oh, gerne, wenn es sein muss. Ja, es muss sein. Leider. Ich würde auch im Schatten sitzen lieber und einen Tee trinken. Woher können Sie denn so gut Deutsch? Ja, meine Frau Deutsche. Ja. Und Sie haben in Deutschland gearbeitet? Nein, wir sind hier getroffen. Sie ist Touristin. Ja. Aus Rüsselsheim. Leider, sie kocht so. Aber wenigstens blond. Verdammt, haben Sie den Donner erwischt. Na, wartet, Jungs. Lass ich mir was einfallen. Mich nicht verstanden? Also, halt dich raus und lass mich machen. Wenn du gegen mich bist, das ist völlig unnötig. Entschuldigung. Was heißt Entschuldigung? Entschuldigung. Ja, mir fällt im Moment nicht ein, was das auf Türkisch heißt. Sonst würde ich es ja auf Türkisch sagen. Entschuldigung, ja. Das sind die Bremsen. Verstehen Sie, die Bremsen? Dann bremsen der Scharaman. Haben Sie mal so einen dicken Fuß wie ich in so einem kleinen Auto? Ach, kein Mensch kann Fuß, das fahren. Was das ist. Ja, das tut mir leid. Ach, tut mir bitte, leid. Nehmen Sie mich mit aufs Revier. Ach, ich sehe einer gestrengen, aber harten Bestrafung entgegen. Die Beule tut mir leid, die kann ich bezahlen. Hier, ich hab Geld. Was? Willst du mich wegstecken? Geht auch los. Ich steck. Warum können wir nicht wie Freunde miteinander reden? Seid doch nicht so grob zu mir. Nein, damit. Es wäre doch besser, wir würden in der kleinen Teestube bei der Polizeistation einen Tee trinken. Verstehst du, was ich meine? Aua! Seid ihr verrückt? Wisst ihr, was ich meine? Ein Glas Tee. Hast du noch mal Glück gehabt? War das ein Freund von dir? Hast du gut organisiert, war gut, sehr gut. Sag mal, bist du böse auf mich? Du wolltest doch nicht, dass ich mich einmische, oder? Das hat ja auch alles prima geklappt. Außerdem wollte ich, dass du die Schnauze hältst. Wenn du das jetzt auch noch schaffst, dann bist du ein richtiges Ass. Glaubst du mir jetzt, dass es besser ist, durch die Berge zu fahren? Mensch, hau bloß ab!
Na, hallo Günther, hallo! Willst du wirklich hier warten, bis dein Freund kommt? Das kann lange dauern. Günther, mein Angebot steht noch, ja? Ich kann dich durch die Berge lotsen. Okay, trinken wir jetzt erst eine Tasse Tee, gut. Grüß dich, danke. Sag mal, bist du so naiv oder tust du nur so? Du fängst ja gleich wirklich eine. Ich glaube, du weißt wirklich nicht, was du drauf hast. Ja, willst du nicht mal nachschauen? Du interessierst dich mehr für meine Ladung als ich. Wie kommt das? Ich weiß es ja. Ah, woher denn? Ich weiß noch mehr. Du fährst für die Spedition Müllerschön, richtig? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eigentlich sollte eine junge Frau fahren. Und früher ist immer ein alter Mann die Ladung gefahren, richtig? Fangen wir mit der jungen Frau an. Wie oft ist sie gefahren? Nicht so. Zug um Zug. Zuerst sagst du mir, wohin du fährst, die Adresse. Ach, die weißt du noch nicht. Hey! Das sind Gangster. Gangster? Ja. Was für ein Gangster? Antiquitätenschmuggler. Antiquitätenschmuggler? Ja. Verfolgen Sie die. Was? Sie sollen sie verfolgen. Ach, verfolgen? Ja, es wäre gut, aber leider für uns jetzt Mittagszeit. Nach der Mittagpause verfolgen wir ihn. Dankeschön für das Bescheid sagen. Ah, oh, das glaube ich jetzt gerade nicht. Paul! Wir fahren wieder. Komm, steig ein. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was hier läuft? Komm. Dass der mich so schnell rausgelassen hat, muss an seiner Frau gelegen haben, eine Blondine aus Deutschland. Wir haben so ein bisschen palavert, Protokoll unterschrieben und fertig. Die Bestechung hat er gleich fallen lassen. Naja, war ja auch keine. Stimmt's? Hey, es interessiert dich wohl nicht. Ja, doch, doch, es ist sehr interessant. Was gab's denn zum Mittagessen? Willst du nicht wissen, was los ist? Ich weiß doch, was los ist. Du fährst die Ladung wieder dahin zurück, wo ich sie her hab. Ja. Und? Bist du nicht sauer? Nö. Warum denn? Ich lass mich gern so ein bisschen chauffieren. Verstehe ich nicht. Ich an deiner Stelle wäre stinksauer. Du fährst harmlos durch die Gegend, denkst an nichts Böses und kannst dafür im Knast landen? Ja, bin ich so gutmütig. Du gutmütig. Aber die haben so was ins Essen getan, weißt? Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was da hinten drauf ist. Ach, du weißt gar nicht, was da drauf ist? Nö. Na, sowas. Ich weiß nur, dass es Schmuggelgut ist. Mehr weiß Uli auch nicht. Und dass ihr Vater in letzter Zeit öfter so krumme Touren gefahren hat. Lass es doch sein, was es will. Was geht's dich an? Das geht mich was an. Bevor ich das Zeug zurückbringe, will ich wenigstens wissen, was es überhaupt ist. Ich will wissen, wo Uli drin hängt. Wird schon nicht so schlimm sein. Ist doch völlig wurscht jetzt. Mir ist das nicht wurscht. Für mich ist das ein Unterschied, ob Uli Zigaretten schmuggelt oder zum Beispiel Heroin.
Für dich doch auch. Red doch nicht so einen Stuss. Ja, dann halt doch mal irgendwo hier an. Ich muss dir was zeigen. Ah, werde ich fliegen. Der Idiot schon wieder. Was dauert hinter mir her? Was sind das für Typen? Das sind Freunde der Familie Müllerschön. So eine Art Geleitschutz. Der eine wollte mich immer durch die Berge los. Durch die Berge hier? Gute Idee. Pass auf, der hat so einen Fototick. Was? Da, heißt er schon. Hallo. Ey, was soll denn das? Dankeschön. Und jetzt noch eine Innenaufnahme, ja? Mit dem Zeugs. Und ich lotse euch dann durch die Berge, okay? Hör mal zu, mein Junge, wenn du jetzt nicht bald verschwindest, dann greift deine Zahnbürste morgen früh ins Leere. Ja, was soll denn das? Ich deck doch die Gesichter ab, wenn die Fotos erscheinen. Na, lass doch das. Und die Namen verrate ich auch nicht. Ach, hab ich mir doch gedacht, du bist so ein Schmierant. Das ist meine Story, ja? Komm mit die Kamera her. Ja, das gilt doch nicht. Das wird doch Folgen haben, ja? Ein halbes Jahr Recherche dahinterher. Antiquitätenschmuggel im großen Stil. Also ihr habt eine Möglichkeit. Entweder ihr macht mit oder geht in den Knast, bis er schwarz wird. Der kann mir richtig Angst machen. Du einmal aber auch. Ist dir das alles wurscht, was der erzählt? Das ist mir wurscht. Das ist mir auch hier völlig wurscht. Das sind sie, die beiden. Der und der. Hey, was machst du denn hier? Moment, das geht so, darf ich mal helfen? Hier, jetzt verstehe ich, warum du mich so schnell hast laufen lassen, damit du mir jetzt nachspionieren kannst. Genau, schämst du dich überhaupt nicht? Genau, das hat ihm bestimmt seine Frau eingeflüstert, die Blonde aus Rüsselsheim. Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Für Antiquitätenschmuggel sitzen Sie mindestens 5 Jahre im Gefängnis. Hey, ich höre immer Antiquitätenschmuggel. Ja, habe ich auch so verstanden. Das habe ich dir dann auch gesagt, mindestens 5 Jahre. Ah, na? Schön. Ist ja völlig leer. Da gibt's ja. Und Sie werden sicher, dass in diesem Trakt was geschmuggelt wird? Hä? Ja, absolut, 100%. Ja, absolut. Gänsekalle, Alexander. Anhalt, mit Gefangenen, mit Gefangenen. Hör mal, du kannst ja deine Story dem Langer erzählen, bei Wasser und Brot. Aber da kriege ich doch, dass mein Film belichtet. Ich hab schon so viel Film belichtet. Irreführung der Behörden, dafür gibt's in der Türkei 2 Jahre. Meine Herren, bitte entschuldigen Sie für die Störung. Gern geschehen. Schöne Grüße an deine Frau. Danke. Das ist ja genial. Du bist ja ein Fuchs. Und ich wundere mich die ganze Zeit über deine Arschruhe. Wann hast du das denn gemerkt? Na, sofort, Franz. Die Firma war ein Teppichladen mit 2 solchen Galgenvögeln. Und kaum habe ich die Ladeklappe auf, da kommt der Idiot da, fotografiert mich und alles, was eingeladen wird. Da guck ich doch nach. Schöne Sachen übrigens so. Teppiche, Bilder, Statuen, jede Menge. Und? Alles versteckt? In einem kleinen Dorf da, abseits. Aber das rühren wir nicht mehr an. Du, die Dorfbewohner da waren unheimlich nett. Die haben mir sehr geholfen. Wenn wir über die Grenze oder in Sicherheit sind, dann rufe ich die Bullen an und sage ihnen, wo sie das Zeug abholen können. Dann bin ich aus dem Schneider. Warte mal, das hast du nicht alleine. Warte, ich helfe dir. Schnell! Weißt du was? Die Adresse von diesen Galgenvögeln mit ihrem Teppichladen da, die kriegen sie leicht dazu. Die werden keine Antiquitäten mehr schmuggeln, das kannst du mir glauben. Ja, danke euch. Bis später mal wieder.
Hallo, hallo. Da seid ihr ja endlich. Wurde ja auch Zeit. Wir haben eine Menge Arbeit. Hey, eine Begrüßung ist das. Hier. Kommt man nach Hause und denkt die Frauen loben ein, wenigstens ein bisschen und dann? Lob kriegt da schon genug von anderen Leuten, da brauchen wir nicht mitzusitzen. Hier, kam gestern. Mitteile Hochachtung und Dank für deine Mithilfe bei Aufklärung Museumsfrau. Stopp. Blonde Frau grüßt auch. Stopp. Güdelü oder so ähnlich, Polizeichef. Schon wieder nett von ihm, ne? Güdelü. Dafür sackt er die Versicherungsprämie selbst ein. Was macht denn der hier? Das ist unser neuer Fahrer für Odessa. Da war noch ein so ein Affe und sonst gibt's keine Moment. Und wir dachten, ihr kennt euch ja. Harald hat uns die ganze Geschichte erzählt. Hat er? Mhm. Hat er wirklich alles erzählt? Ohne ihn wäre die ja völlig aufgeschmissen gewesen. Das hat der erzählt? Naja, so ungefähr. Mit der Story ist es ja nun Essig. Ich muss ja auch von was leben. Und da habe ich mir gedacht, ich klopfe mal bei euch an. Der Tag ist ja meiner. Wir haben doch eine Menge miteinander erlebt. Das verbindet doch. Ich meine, man weiß doch Sachen, die andere nicht wissen sollen, oder? Ich kann es auch so vergessen. Was haltet ihr davon? Ah! Was habt ihr vor? Oh nein, das nicht. Bitte, ich komme lieber später wieder mal vorbei. Tschüss! Ein bisschen feige ist er ja, aber sonst fand ich den nett. Ja, der hat wenigstens ein ähnliches Gesicht. Eifersüchtige Pinkel. Kaum findet man mal jemanden nett, gleich wird er rausgeschmissen. Hallo, Uli. Uli. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Herzliches Beileid. Ist schon in Ordnung. Er hat ja nichts mehr gespürt. Ist vielleicht besser so. Er wäre ja doch nur ins Gefängnis gekommen. Ja. Und das wäre noch schlimmer für ihn gewesen. Können wir irgendwas für dich tun? Ihr habt schon so viel für mich getan. Ich bin ja nur froh, dass wenigstens ihr heil aus der Sache rausgekommen seid. War's schlimm? Oh, war ein Kinderspiel. Machst du hier jetzt nicht? Hm. Oh. Der ist ja niedlich. Der ist ja noch älter als der Große da. Ja, es ist der erste LKW von meinem Vater. Schön. Mit dem habe ich schon als Kind gespielt. Komm doch gleich mit. Bei uns gibt's jede Menge Arbeit. Ja. Was? Ihr wollt mich noch nehmen? Nach all dem? Ohne euch wäre ich ja längst vorbestraft. Was meinst du, in wie vielen Ländern wir vorbestraft sind? Und immer unschuldig, genau wie du. Nee, ist ja nett von euch, aber ich muss hier noch was in Ordnung bringen. Okay, kommst du, wenn du kannst. Wir machen die erste Fuhre ohne dich. Und dann geht's weiter zu dritt. Hä? Mach's gut. Komm, halt die Ohren steif. Tschüss. Okay.